Es war heute wieder, zumindest dann gegen Ende, weil es fast ein Klassenunterschied 4:1 verloren gegen Kappen. Wie kannst du dir das erklären? Ist ganz schwer zu sagen nach dem Spiel. Ich denke mal, erste Halbzeit haben wir schon sehr gut gemacht. Ja. Haben wir uns das umgesetzt, was wir wollten. Ich denke mal, zweite Halbzeit haben wir dann zum der 70. Minute ein bisschen abgebaut. Gerade was die Zweikampfwerte betrifft und das Läuferische. Das ist natürlich in zwei Situationen gut gespielt und da war man einfach ein Tick, wir sagen, gedankenschnell, um dort die Laufwege zu antizipieren, die Haken gemacht hat. Jetzt habt ihr auch erfahrene Spieler in der Mannschaft, steht mitten in der Vorbereitung. Wie kannst du es dir trotzdem erklären, dass bei Haching so, gerade auf dem Weg nach vorne, die Laufwege stimmen? Das ist eine Haching-Frage. Ja. Also wie ich mir das erklären kann, da greift, glaube ich, zurzeit jedes Zahnrad und das andere. Und deswegen läuft es so nicht gerade bei den Leuten. Was fehlt bei euch noch, dass ihr zusammen Team? Ich sage es mal, das war es auch für uns, weil wir ein guter Test, aber es ist letzte Woche sehr gut gearbeitet. Da kommt auch mal so ein Dämpfer, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Da wissen wir mal, wo wir uns noch verbessern müssen. Und haben wir ja noch Zeit bis zum Spielstand. Für die Rückrunde, was könnt ihr euch noch vornehmen? Platz 1? Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Natürlich werden wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Was dann am Ende dabei rausstellt, natürlich bei der Dominanz, die gerade Haching an den Tag liegt, ist natürlich ein zweiter Platz. Wenn man das am Ende auch in Ordnung, aber natürlich geht von uns erstmal das Ziel an, dieses Spiel zu gewinnen.